Ich werde euch in den nächsten 20 Minuten oder so zeigen, wie ihr mit Scratch auf dem Raspberry Pi ohne irgendwelche Zusatzsoftware mal eben ganz einfach Leuchtdioden zum Leuchten bringt, irgendwas blinken lassen oder sonst wie. Noch kurze Frage, wie sieht es mit euren Programmierkenntnissen aus? Hat jemand schon mal irgendwas programmiert? Ungefähr die Hälfte, so ein bisschen was. Hat jemand schon mal geschafft, an einem PC eine LED anzuschließen und leuchten zu lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Da ist doch etwas technischer Aufwand erforderlich, was wir beim Raspberry Pi nämlich zum Glück nicht haben. Gut, wie so ein Raspberry funktioniert, das hat euch Nico Maas vorhin im Vortrag schon erklärt. Also ich denke mal, ihr wisst alles. Ich habe jetzt nur das normale Raspberry Betriebssystem ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Genau so, wie ihr es runterladen könnt. Das Einzige, was ich geändert habe, ist das Hintergrundbild. Das ist nämlich die Pin-Belegung, die PRO-Schnittstelle. Ich kann mir die Pins nicht auswendig merken. Die meisten wahrscheinlich auch nicht. Also viele werden vielleicht noch wissen, dass hier vorne 3,3 Volt ist, aber das ist dann eigentlich auch schon alles. Deshalb habe ich das immer so als Hintergrundbild mit drin. Alle Pins, wo hier eine Zahl steht, könnt ihr irgendwie frei belegen, frei programmieren. Die können ein oder aus sein. Mehr ist da normalerweise nicht. Es gibt keine analogen Sachen, also zumindest nicht so standardmäßig. An oder aus. Da, wo GND steht, das ist Masse. Weiß auch jeder, was mit anzufangen. 3,3 Volt, die benutzen wir für die ganzen Schaltungen. Die 5-Volt-Pins vergesst besser, wenn man nämlich 5 Volt irgendwo zurückleitet auf irgendeinen anderen. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, so ein Raspberry Pi kaputt zu kriegen. Normalerweise kann man eigentlich nichts falsch machen. So, dann fangen wir mal an mit einer Programmiersprache, die hier vorinstalliert ist und die eigentlich zu den einfachsten Programmiersprachen gehört, die es überhaupt so gibt. Man muss sich keine Syntax merken, man muss nicht wissen, wo irgendwelche Klammern geschlossen werden müssen, Semikolon, Kommas, Zeilenumbrüche, was auch immer. Ergibt sich alles von ganz alleine. Man klickt sich das Programm einfach zusammen und kann damit eben auch Hardware ansteuern. So startet das Scratch, da ist der Editor, alles mit drin, es wird nichts kompiliert, sondern es funktioniert direkt in Echtzeit mit dem Pi. Als Beispiel ist immer diese komische Katze da drin. Die ist eigentlich, naja, Geschmackssache, ob sie schön ist, aber damit kann man sehen, wie man so ein Programm macht. Zum Beispiel ziehe ich hier einfach so einen Block drüber, diese Katze soll einen Schritt gehen, ich klicke da drauf und die Katze geht. Und mit jedem Klicken geht sie wieder. Jetzt soll das Ganze natürlich programmiert werden. Dazu habt ihr hier unter Steuerung alles, was man so von der Programmiersprache kennt, Schleifen, Abfragen und so weiter, nur alles viel, viel einfacher. Jedes Programm startet mit der grünen Fahne, wie ein Autorennen. Wenn ich da oben drauf klicke, geht's los. Wenn ich daneben auf den Stopp klicke, hält es wieder an. Können wir das mal machen? Wir lassen die Katze irgendwie gehen. Anschließend warten wir ein bisschen. Wartezeit. Sagen wir mal eine Sekunde. Danach geht die Katze wieder und geht in die andere Richtung und dann wisst ihr, wie das geht. Also lassen wir die Katze jetzt hier dann wieder, machen wir da mal ein Minus 10 draus, dann geht sie nämlich um diese gleichen 10 Schritte wieder zurück. So, wenn ich das Programm starte, werdet ihr sehen, Katze geht vor, wartet und Katze geht wieder zurück. Gut, das ist jetzt kein besonders aufregendes Programm. Zeige ich euch noch, wie eine Schleife funktioniert. Es gibt in Scratch auch diese schönen Schleifen. Also ich ziehe diesen ganzen Block einfach da rein, dann würde das Ganze 10-mal machen. Da muss ich natürlich am Ende auch wieder eine Wartezeit einfügen, sonst würde die Katze ja am Ende sofort gleich wieder zurückgehen. Und weil ich euch hier nicht so lange langweilen will, machen wir aus der ganzen Sekunde irgendwie, sagen wir mal, 0,2 Sekunden oder sowas. Das reicht auf. Na, ist hier alles ein bisschen schwer zu sehen. Und da machen wir das Gleiche. Und dann habt ihr auch schon ein Programm geschrieben, was eine einfache Schleife macht. Und dann können wir danach auch gleich mit Hardware anfangen. So, Katze geht vor, zurück, hin und her, macht das Ganze 10-mal und am Ende ist halt irgendwann fertig. So, gut, ihr wisst, wie Scratch funktioniert, ihr wisst, wie man programmiert. Dann zeige ich euch jetzt, wie man Hardware macht. Man kann natürlich auch Programme speichern und öffnen, deshalb habe ich hier schon ein paar Sachen einfach ein bisschen vorbereitet, um das nicht alles völlig neu anfangen zu müssen. Dieses Programm soll jetzt eine LED schalten. Dazu zeige ich euch erst nochmal, wie das Ding überhaupt angeschlossen wird. So. Eigentlich ganz einfach. Der Raspberry hat da unten diese Pinleiste und da hängt jetzt hier etwas dran. Ich denke, ihr könnt das da oben gut erkennen. An einem Pin, das ist jetzt hier der Pin 18, habe ich einfach frei ausgewählt, hängt über einen Vorwiderstand eine LED dran. Ganz wichtig, wenn man eine LED anschließt, hat die normalerweise keinen Widerstand in der einen Richtung, in der anderen Richtung einen unendlich hohen Widerstand. Damit das keinen Kurzschluss gibt auf den Pin zurück, muss man einen Vorwiderstand davor setzen.
Die Größe dieses Widerstandes könnt ihr euch ausrechnen. Da gibt es im Internet irgendwelche Tabellen, wo man die LED eingibt und dann kriegt man da einen Wert raus. Ihr könnt auch einfach 220 Volt nehmen, 220 Ohm nehmen, das passt mit jeder LED. Ihr könnt auch LEDs mit eingebautem Vorwiderstand kriegen. Die kosten, wenn man sie in China bestellt, vielleicht 2 oder 3 Cent mehr als eine normale LED. Das ist die allereinfachste Lösung. Dann hängt die LED hier unten auf der Masseschiene von diesem Steckbrett. Da geht das schwarze Kabel zurück auf den ELD-Pin und fertig. So, mal ein Programm dazu. Dieses Programm soll jetzt diese LED blinken lassen. Das heißt, ich starte es mal eben, dann werdet ihr sehen, ich hebe doch ein bisschen hoch, die rote LED blinkt. Die andere ist an, weil ich sie vorhin vergessen habe auszuschalten. So, wie funktioniert das Ganze? Eigentlich ziemlich einfach, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht, dann versteht man es auch. Hier oben, Sende an alle, Config 18 out. Sender an alle, das kommt aus der objektorientierten Programmierung. Das ganze Scratch ist objektorientiert. Das heißt, ein Objekt kann jetzt irgendwas sein. Das kann diese Katze da sein, das kann aber auch eine LED sein oder sonst irgendwas. In der objektorientierten Programmierung sendet ein Objekt an irgendein anderes irgendeine Information und dann passiert irgendwas. Bei Scratch ist das nochmal ein bisschen vereinfacht. Wir senden eine Information einfach an alle Objekte und welches das gebrauchen kann, wertet es halt aus und die anderen vergessen dann. Config 18 out. Sendet jetzt eine Information an diese GPIO-Schnittstelle, dass der Pin 18 als Ausgang definiert werden muss. Es gibt Ausgänge und Eingänge. Ein Ausgang kann 0 oder 1 sein, also entweder 3 Volt rausliefern oder nichts. Ein Eingang kann einen Wert empfangen, also von außen die Information kriegen, du bist jetzt an oder du bist jetzt aus. Analoge Sachen gibt es auch nicht. So, damit haben wir den 18 als Ausgang definiert. Jetzt kommt hier eine Schleife, die 10 mal läuft, weil die LED 10 mal blinken soll. Und da sind jetzt hier auch diese Werte drin. Klicke hier mal drauf, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, denn hier weiß auf gelb ist nur so schwer zu erkennen, so sieht man es ganz deutlich. Mit diesem kleinen Nachrichteneditor könnt ihr jede beliebige Nachricht an diesen Sender an alle schicken. Soll natürlich Sinn ergeben. GPIO 18 on heißt, macht den Pin 18 einfach auch an. Dann warte ich eine halbe Sekunde und unten mache ich das gleiche, GPIO 18 off, schalte den Pin wieder aus. Wenn wir das 10 mal hintereinander machen, blinkt die LED einfach 10 mal hintereinander. Wie ihr das hier in dem Ding hier, ich hebe das mal so weit hoch, dass es nicht abreißt, dann könnt ihr es sehen. Ich kann natürlich auch jederzeit anhalten und dann bleibt das Programm stehen. So, gut, das war die LED, die blinkt. Dann speichern will ich natürlich jetzt nicht. Also das Scratch fragt jedes Mal, egal ob man was geändert hat, ob man das speichern will oder ob man es nicht speichern will. Ich will jetzt hier gar nicht speichern. So. Jetzt machen wir das Ganze mal mit 2 LEDs. Ich zeige euch hier in diesem Bild. Die zweite ist einfach daneben an einem anderen Pin angeschlossen. Ganz einfach. So, jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich vorhin von irgendwas hier diese LEDs nicht abgeschaltet hatte. Das können wir aber auch einfach mal manuell machen. Ich kann einfach sagen, ich will jetzt eine LED, die 18er hier, will ich jetzt ausschalten. GPIO 18 off. So, ist die aus. Und dann ist da noch irgendeine andere an, das ist 23, 24 oder 25. Ich weiß gerade nicht so genau, welche das ist. Schaut mal die 23 aus. Das war sie noch nicht. Kann hier das auch ändern, sodass also wirklich hier alles schön aussieht. Ihr könnt jeden Scratch-Befehl auch einfach mit Hand eingeben, draufklicken, starten. Passiert nichts, geht nichts kaputt. Alles ganz einfach. So, dann machen wir die 25 auch noch aus. Dann habe ich sie, glaube ich, wirklich alle aus. Und diese Schaltung hier sollte jetzt dann mal Ruhe geben. 25 aus. Ja, wunderbar. Meine LEDs sind alle aus. Dann starten wir dieses Programm. Und ihr seht, sie blinken abwechselnd. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige euch das eben. Halten wir hier einmal kurz an. Das hier brauche ich nicht. Was man nicht braucht, kann man einfach wieder rausziehen, ist wieder weg. Das Ding ist ganz einfach. Hier oben sind zwei Definitionen. Den 18er als Ausgang und den 23 als Ausgang. Das sind die beiden, wo diese LEDs hier dran hängen. Dann anschließend kommt diese Schleife, die diesmal fortlaufend läuft und nicht 10-mal, sondern einfach immer. Wer mal irgendwas mit Programmieren zu tun hat, wird wahrscheinlich auch von seinem Dozenten gehört haben, macht keine Endlosschleifen, die sind dann irgendwie nie zu Ende und alles durcheinander. Ist hier bei Scratch egal. In dem Moment, wo ihr da oben auf dieses rote Stoppschild klickt, wird alles beendet. Ganz egal, ob das für endlos definiert war oder für 10-mal oder für irgendwie. Ist dann einfach zu Ende. So, diese Schleife macht jetzt hintereinander einmal den 18 an, den 23 aus, wartet eine halbe Sekunde. Danach geht der 23 an, der 18 aus und wir warten wieder eine halbe Sekunde. Und das Ganze erzeugt dann einfach so ein Wechselblinklicht.
ihr das hier, wenn ich es wieder anmache, auch schön sehen könnt. In dem Moment, wo ich das abwürge, ist dann natürlich einfach zufällig eine von beiden an, weil er hält einfach in dem Moment, wo ich hier raufklicke, sofort an. Gut, wisst ihr das jetzt auch, wie das geht? Gucken wir uns das nächste Beispiel an. Ich schalte hier einfach mal einen weiter. RGB-LEDs. RGB-LEDs sind LEDs, wo drei Stück in einem Gehäuse sind, um das so mal vereinfacht zu sagen. Da ist eine rote, eine grüne, eine blaue, deshalb RGB, in ein und dasselbe Gehäuse reingeschmolzen irgendwie und dann gibt es eine einzige Masseleitung. Und damit kann ich außer diesen drei Grundfarben, rot, grün und blau, natürlich auch irgendwelche Mischfarben anzeigen. Wenn ich rot und blau gleichzeitig anschalte, dann kommt lila raus. Kann man sich eigentlich recht leicht vorstellen. Angeschlossen wird das genauso wie eine andere LED auch. Ich habe diese RGB-LED, wo die eine Kathode geht unten auf die Masseleitung und da hoch. Hier sind drei Pins für die drei Farben. Da habe ich drei verschiedene Farben in den Kabel genommen. Dann seht ihr das auch, welche rot, grün und blau ist. Dann drei Vorwiderstände vor und die RGB-LED dran. Auch da gibt es RGB-LEDs mit eingebauten Vorwiderständen, dann kann ich mir die sparen. Kosten ein paar Cent mehr. Ich hatte nur in dem Moment hier gerade keine da, deshalb habe ich die genommen. So, machen wir das nächste Programm auf. Ich will das nicht speichern. Alles, was ich hier an Programmierung verwende, ist übrigens bei Raspbian direkt mit bei. Ihr werdet im Internet vielleicht noch irgendwelche Anleitungen lesen, dass man für Scratch und GPIO-Steuerung irgendwelche Zusatzmodule braucht. Ist alles Quatsch, ist uralt, ist heute nicht mehr aktuell. So, dieses Programm, ich lasse es einmal laufen, dann seht ihr, was passiert. Der wechselt jetzt hier schön die Farben durch. Grün, Rot, Blau, Lila, Türkis und so weiter. So, wie geht das Ganze? Auch eigentlich sehr einfach. Wenn man hier einmal durchguckt, wenn die grüne Fahne angeklickt wird, startet das Programm, wie jedes andere auch. Jetzt steht hier setze Z auf 0,5. Dazu haben wir hier Variablen. Jede Programmiersprache kennt irgendwelche Variablen, die man in manchen Sprachen mehr oder weniger umständlich deklarieren muss. In Scratch macht man einfach hier neue Variablen, gibt der Variablen Namen und ist da. Was da drin steht, ist dem Scratch egal. Es kann eine Zahl sein, es kann ein logischer Wert sein, es kann ein Text sein, es kann irgendwas sein. Das muss ich nicht vorher festlegen. Ich nehme diese Variable Z, wie Zeit, um einfach meine Wartezeit zwischen den Blinksignalen einmal festzulegen und nicht jedes Mal neu ändern zu müssen. Und auch nicht jedes Mal reinschreiben zu müssen, weil alles, was ich als Variable speichere, spart natürlich einfach auch den menschlichen Fehler, dass ich irgendwo falsch reingebe, wenn ich immer wieder auf dieselbe zugreifen will. Hier machen wir am Anfang drei Pins als Ausgänge, 23, 24, 25. Danach werden die alle drei geschaltet. Das heißt, der eine kriegt einen Startwert schon mal an, die anderen beiden sind aus. Damit habe ich immer einen definierten Zustand, in dem ich starte. Jetzt diese Wiederholeschleife. Das ist hier ein bisschen klein wegen der geringen Bildschirmauflösung dieses Beamers. Aber kann ich hier runterziehen. So, das Scratch-Programm kann ewig lang sein. Wenn ich auf eine Bildschirmseite draufpasse, kommen automatisch diese Scrollbalken da. So, ich mache einen Pin an, warte diese vorgegebene Zeit, nämlich diese 0,5 Sekunden, die ich da oben festgelegt habe. Mache einen anderen Pin aus, danach kommt wieder einer an und wieder einer aus und so, so dass ich halt alle Farben durchwechsle. Deshalb sind die hier der Reihe nach so definiert. Wenn das Programm startet, seht ihr, das Ganze ändert sich so. So, um jetzt euch auch noch zu zeigen, was für einen Sinn diese Variable hat, gehe ich jetzt mal da oben rein und ändere einfach diesen Wert dieser Variable von 0,5 auf 0,1. Was passiert? Das Ganze müsste eigentlich deutlich schneller blinken. So, machen wir es wieder an und ihr seht, es blinkt deutlich schneller. Der verändert seine Farben jetzt viel schneller, weil die Wartezeit zwischen zwei Farbwechseln nur noch 0,1 Sekunden ist. Gut, haben wir das auch, halten das an, machen wir weiter. Nächstes Programm. Wir wollen ja in dieser halben Stunde möglichst viel durchkriegen hier, was so machbar ist mit simpler, einfacher Hardware-Steuerung. Zufallsblinken. Zufallsblinken kommt immer gut, sieht immer sehr witzig aus, brauchen wir für alle möglichen Sachen. Der blinkt jetzt zufällig in irgendwelchen Farben. Man sagt ja immer, ein Computer kann nichts zufällig machen, der ist völlig logisch und so. Stimmt nicht. Ganz so einfach. Logisch ist er auch nicht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich lese von diesem Raspberry irgendeine Speicherstelle aus dem Betriebssystembereich, da kann irgendwas drinstehen, dann teile ich die durch irgendeine längere Primzahl, da kommt irgendein Rest raus. Wenn ich von dem Rest die letzten 27 Stellen nehme und das wieder durch irgendwas teile, kommt irgendwas anderes raus, was ich nicht nachvollziehen kann. Das kann völlig irgendwas Zufälliges sein. Und wenn ich in diese ganze Teilarithmetik vielleicht noch die aktuelle Uhrzeitsekunde mit reinrechne, dann kommt was raus, was auch beim nächsten Programmstart nicht wieder nachvollziehbar ist. Und das reicht als Zufall. Nennt sich eigentlich Pseudo-Zufallszahlen, aber so Lottozahlengeneratoren oder was, die machen es auch nicht anders. Also damit habt ihr einen zufälligen Wert, der sich nicht wiederholt. So, das Programm startet eigentlich am Anfang ganz genauso. Ich habe eine Wartezeit von jetzt hier nur 0,1 Sekunden.
damit es schön schnell und bunt blinkt. Dann werden die drei Ausgänge gesetzt, sind wieder die gleichen wie vorher. Und jetzt kommt hier unten der spannendere Teil, nämlich das mit den Zufallszahlen. Muss man das mal ein bisschen hier so rüber machen, oder das Fenster größer, dann sieht man hier auch mehr. Da ist jetzt diese lange grüne Teil da drin. Die grünen Blöcke in Scratch sind die ganzen Operatoren, was es so gibt, plus, minus, mal geteilt und auch Zeichenkettenfunktionen aneinander hängen und so weiter. Das basiert jetzt nämlich auch auf mehreren, die einfach ineinander gezogen sind. Das sind hier so ein paar Blöcke, die hängen da so drin. Ich mache eine Zufallszahl von 23 bis 25. Warum gerade diese Zahlen? Weil die GPIO-Pins, die ich verwende, das ist 23, 24, 25, einfach drei aufeinander folgende. Dadurch kann ich durch eine zufällige Zahl in diesem Zahlenbereich einen von denen adressieren. Dann hänge ich hinten an das 23, 24, 25 das ON an und hänge vorne das GPIO an. Damit kommt raus GPIO 23 ON oder 24, 24, 25. Habe damit praktisch diesen Einschaltbefehl für die LED. Den sende ich an alle. Dann wartet das Programm. Anschließend genau das gleiche, er schaltet zufällig irgendeinen anderen Pin aus oder auch den gleichen, weil einfach zufällig einer festgelegt wird. Durch diese Kombination kriege ich es hin, dass alle deckbaren Farben leuchten können, nämlich entweder die drei Grundfarben selber oder die Mischfarben mit zwei beliebigen oder auch alle drei, dann ist die LED weiß. Und durch dieses zufällige Muster kann es auch passieren, dass mal eine Weile scheinbar nichts passiert, wenn einfach zweimal hintereinander die gleiche Farbe kommt. Oder eine Farbe irgendwie deutlich länger leuchtet als eine andere. So, das war einmal Zufall. Ich habe hier unten jetzt in dem Programm hier noch so einen Block gespeichert, weil ich beim letzten Mal, als ich diesen Vortrag gemacht hatte, nämlich dann auch irgendwie so ein unklares Ergebnis hatte. Es ist ja jetzt irgendwas an. Und wenn ich das Ding hier einmal starte, da unten, der ist nur dafür da, einfach alle drei Pins auszuschalten. Und jetzt habe ich hier nämlich Ruhe und kann beim nächsten Programm wieder mit einem definierten Ergebnis anfangen. Gut, machen wir. Ich habe die einfach durchnummeriert, dass ich hier irgendwie ungefähr weiß, wo ich bin und in der Kürze der Zeit da durchkomme. So, wir wollen ja jetzt nicht nur da irgendwas ausgeben, sondern es sind auch Eingaben möglich. Also, dass der Benutzer, der hier vorsteht, da mal den Knopf drückt und dann passiert etwas. Das machen wir jetzt auch. Damit zeige ich euch dazu das Schaltbild. Diese Schaltbilder sind übrigens alle mit dem Fritzing gemacht. Das hat vorhin schon mal einer meiner Vorredner kurz erklärt. Ist so eine Freeware-Software, mit der man ganz einfach hier sowas zusammenklicken kann. Ein Taster verbindet einfach einen 3-Volt-Pin mit einem Eingang. Wenn der Taster gedrückt wird, ich habe noch 5 Minuten Zeit, ja, kriege ich hin. Wenn der Taster gedrückt wird, ist er also auf 3 Volt, ist sozusagen logisch auf 1. Wenn er nicht gedrückt wird, dann ist einfach nichts. Und weil es nichts in der Digitalelektronik nicht geben kann, sollte man einfach definieren, wenn er nicht gedrückt ist, ist er aus. Dazu hat der Raspberry Pi so eingebaute Pulldown-Widerstände. Ein Pulldown-Widerstand macht praktisch nichts anderes, als einen undefinierten Eingang auf 0 runterzuziehen. Also auf klar definiert aus. Und diesen Pulldown-Widerstand kann das Scratch auch einfach einschalten, den benutzt man hier. Seht ihr hier am Anfang die ersten beiden Programmzeilen. Werden die beiden Ausgänge definiert. Ihr könnt hier mehrere hintereinander hängen, so viel Platz da ist. Man muss nicht für jedes einen einzelnen Block machen. Da unten steht Config 20 in Pulldown, das heißt, ich möchte den Eingang 20, also als Eingang mit eingeschaltetem Pulldown-Widerstand, einmal definieren. So, dann kommt diese Schleife. Die Schleife macht hier am Anfang einen von diesen grünen Blöcken, nämlich das Gleichheitszeichen. Er fragt einfach ab, ist der Wert von Sensor, nämlich dieser GPIO 20-Pin, wo ich den Taster dran hängen habe, ist der 1? Wenn ja, dann schalte mir die eine LED aus und die andere an. Wenn nein, sonst mach's genau umgekehrt. Schalte die andere aus und die erste an. So, dann lassen wir das Programm mal laufen. Gucken wir mal, ob ich das hier hinkriege, wie ich euch das so zeigen kann. Klack. So, ich sie an. Ist ein bisschen wackelig hier zu halten. Und damit geht sie an und wenn ich die Taste wieder loslasse, geht sie wieder aus. Eigentlich ganz simpel. Auch ohne hin und her. Dieses Falls sonst, das ist hier einfach so ein Block. In anderen Sprachen würde das irgendwie Ifs and Else heißen. Genau so sieht man das. Falls diese Bedingung gemacht wird, passiert das erste da oben und in dem anderen Fall passiert das andere. Jetzt zieht die Blöcke einfach da rein, wie ihr es haben wollt, und dann machen wir da noch eine Wartezeit unten dran. Das Ganze geht in die Schleife und damit läuft es endlos und er fragt immer wieder die Taste ab. So, ich denke mal, eins schaffen wir noch. Taster sind ja schon so mal ganz nett, aber man muss sie immer erst irgendwie haben. Es ist ja eigentlich noch viel cooler, wenn ich das Ganze nicht mit dem Taster mache, sondern mit so einem Stück Knete.
Das geht nämlich genauso. Ihr könnt auch so ein Stück kneten. Ich habe noch 3 Minuten. In den 3 Minuten schließe ich euch die Knete, damit ich die Tüte hier aufkriege. Die Knete einfach an einen Draht hängen und als Sensor benutzen. Hebt das mal hier kurz hoch. Wenn ich diese Knete berühre, soll was passieren. Warum Knete? Knete ist etwa genauso gut leitfähig wie menschliche Haut, hat ziemlich genau den gleichen Widerstand und fasst sich halt einfach besser an als ein Stück Draht. Man hat nicht so leichten Wackelkontakt, wenn man so ein Knetestück in der Hand hat. So funktioniert das Ganze. Da brauche ich einen 20 Megaohm Widerstand. Das ist einfach ein richtig hoher Widerstand. Der ist nur deshalb da, damit dieser GPIO-Pin normalerweise immer auf eingeschaltet ist. Also da reichen sogar 20 Megaohm gegen 3 Volt, dass der erkennt, der ist angeschaltet. Weil in dem Moment, wo ich die Knete berühre, ich bin ja hier über den Boden geerdet, ziehe ich den automatisch runter auf Masse. Also praktisch genau das Umgekehrte von dem eingebauten Pulldown-Widerstand. Lassen wir das zugehörige Programm laufen. Das sieht auch ganz ähnlich aus. Ich habe es ja hier schon. Wenn ich dieses Programm laufen lasse und das jetzt auch noch irgendwie alles gleichzeitig hochgehoben kriege, kann ich euch das vielleicht zeigen, dass man dieses Stück Knete an diesem Draht bloß berühren braucht und er dann die andere LED anschaltet. Wie kriege ich das hin, dass ich das loslasse? Ja, so lasse ich es los, so fasse ich es an und er schaltet hier die Farbe von dem Ding um. Programm funktioniert eigentlich genauso wie das andere auch, mit dem einen wichtigen Unterschied, ich frage jetzt, ob der GPIO-Pin 0 ist. Weil in dem Moment, wo er 0 ist, habe ich diesen Knete-Teil berührt, habe ihn praktisch geerdet und in dem Moment, wo ich ihn loslasse, ist er über die 20 Megaohm mit 3 Volt verbunden. So, jetzt wisst ihr auch, wie ein Sensor funktioniert. Jetzt sagt er mir, ich habe noch eine Minute Zeit für Fragen. Sonst Fragen in der Kaffeepause, ich bin dann irgendwo da hinten. Woher bekomme ich die Knete? Guten Abend. Kindergarten. Noch eine Frage? Alles klar, alles geklärt? Auch für die vorher nichts programmiert haben? Ihr wisst jetzt ungefähr, um was es geht? Gut. Dann kann der nächste seinen Vortrag. Nee, jetzt kommt gleich die Kaffeepause. Jetzt kommt gleich der Vortrag.